Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Benedikt Vermeer und heute wollen wir uns wieder ein bisschen um deutsche Literatur kümmern. Kurt Tucholsky. Ja, das möchtest du. Eine Villa im Grünen mit großer Terrasse, vorne die Ostsee, hinten die Friedrichstraße, mit schöner Aussicht, ländlich, mondän. Vom Badezimmer aus ist die Zugspitze zu sehen, aber abends zum Kino hast es nicht weit. Das Ganze schlicht, also voller Bescheidenheit. 9 Zimmer, doch lieber 10. Ein Dachgarten, wo die Eichen draufstehen. Radio, Zentralheizung, Vakuum. Eine Dienerschaft, gut gezogen und stumm. Eine süße Frau voller Rasse und Werbe. Und eine fürs Wochenende zur Reserve. Eine Bibliothek und drumherum Einsamkeit und Hummelgesumm. Im Stall 2 Ponys, 4 Vollbluthengste, 8 Autos, Motorrad, alles längste natürlich selber. Das wäre ja gelacht. Und zwischendurch gehst du auf Hochwildjacht. Das habe ich ganz vergessen. Prima Küche, erstes Essen, alte Weine aus schönem Pokal. Und egal weg, bleibst du dünn wie ein Aal. Und Geld. Und dann Schmuck, eine ordentliche Portion. Und noch 1 Million. Und noch 1 Million. Und Reisen. Und fröhliche Lebensbuntheit. Und famose Kinder. Und ewige Gesundheit. Ja, das möchtest du. Aber wie das so ist hienieden. Manchmal scheint es, als sei es beschieden, nur peu à peu das irdische Glück. Immer fehlte irgendein Stück. Hast du Geld, dann hast du nicht Käthen. Hast du die Frau, fehlen dir Moneten. Hast du die Geischer, stört dich der Fächer. Bald fehlt uns der Wein, bald fehlt uns der Becher. Etwas ist immer, tröste dich. Jedes Glück hat einen kleinen Stich. Ach, wir möchten so viel haben und sein und gelten, dass einer alles hat. Was ist selbst?